Hallöchen, ihr Sümmlinge, willkommen zurück beim Bahnhof. Und oh mein Gott, es tut mir wirklich so verdammt leid und es ärgert mich so sehr, dass das letzte Video wieder ohne Ton war. Also daraufhin habe ich gestern direkt ein neues Headset, ein neues Mikro bestellt und das wird definitiv nicht mehr vorkommen. Verzeiht mir bitte wirklich. Also ich werde euch noch mal ganz fix erzählen, was ich gemacht habe. Und zwar das Dach hier, das hatte ich im letzten Part schon erzählt gehabt, aber das könntet ihr hier nicht hören. Ich habe das Dach bis hier rübergezogen auf die hintere einzelne Mauer, sodass der Bahnsteig überdacht ist. Und hier in der obersten Etage, ich nehme mal die Wände runter, genau. So, hier habe ich in der Mitte die Mauern eins breiter gemacht, also den Raum. Auf beiden Seiten jeweils einmal. Weil sonst wäre das mit der Treppe echt blöd geworden. Hier unten habe ich genau das ganze Gebäude auch eins breiter gemacht. Weil die Treppe, die hat absolut nirgendwo anders hingepasst. Aber die kriegen wir auch noch gut in den Raum eingebastelt. So, im letzten Part haben wir, hups, eins zu tief, haben wir die Küche eingerichtet. Erstmal die Grundmöbel reingestellt. Die Deko fehlt noch. Die Deko macht das Ganze immer erst gemütlich und die Deko verleiht dem Ganzen das gewisse Etwas. Hier haben wir die kleine Essecke. Und hier in die Ecke schauen wir mal noch, was wir da reinstellen. Und natürlich die Wohnstube. Das Ganze habe ich etwas modern gehalten, aber es soll auch gemütlich werden. Also das soll so ein bisschen modern und klassisch kombiniert sein. Hier fehlen noch Vorhänge, die werden wir noch anmachen. Also wir werden auf jeden Fall das Bad jetzt noch einrichten und hier, ja, das Ganze hier fertig machen. Was können wir hier hinstellen? Also hier könnte man zum Beispiel noch eine Musikanlage, ein Radio hinstellen. Oh mein Gott, es ist wirklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das ärgert. Also, ich habe, wie gesagt, das passiert wirklich nicht mehr. Ich habe direkt gestern erstmal ein neues Headset bestellt. Das wird dann eventuell Dienstag da sein. Und danach ist dann wirklich Ruhe. Danach haben wir das Problem nicht mehr. So. Welche nehmen wir denn hier? Die ist bald ein bisschen klein, aber die passt auch ganz gut in die Ecke rein. Die könnte man allerdings auch hier hinstellen. Ja, ich glaube, die passt hier ganz gut hin. Warte mal, wir machen mal fix noch bb.moveObjects on an. Und so, jetzt können wir das auch da an die Wand direkt. Hupsi. Ja, meine Katze liegt auf dem Schoß. Die ist gerade auf das Touchpad gekommen. Tut mir leid. Das können wir jetzt direkt hier an die Wand stellen. Und ja, da passt das ganz gut hin. Hier an die Wand können wir noch ein richtig schickes, großes Bild hängen. Übrigens, ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Das kommt bald ein Video von einem richtig großen, großen Haus, einer Villa, ein Anwesen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon daran baue. Es ist wirklich riesengroß. Also ich sitze da bestimmt schon, weiß ich nicht, wie viele Stunden dran. Es ist. Ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Das werde ich euch wirklich richtig ausführlich vorstellen. Das Ganze richtig eine Roomtour machen. Und es wird ganz cool werden. Also das ist wirklich ein riesengroßes Bauwerk. So, was haben wir denn noch hier? Das hier? Das gefällt mir nicht so. Das hier könnte man nehmen. Oh ja, das passt hier ganz gut hin. Wir schauen mal die Farben durch, welche es da noch gibt. Das passt. Das ist cool. So. So, machen wir das. Und dann brauchen wir Lampen. Mal schauen, ich werde jetzt auf jeden Fall einen Tag, ich weiß noch nicht welchen, vielleicht mal nichts, also da wird vielleicht mal nichts kommen, denn ich werde mir mal verschiedene Programme anschauen, wie ich auch Speedbuilds machen kann.
Da habe ich mich noch nicht erkundigt und das möchte ich auf jeden Fall, dass vielleicht auch mal ein paar Videos kommen, wo ich mal komplett etwas baue, wo ihr wirklich nicht die ganzen Parts abwarten müsst. Also da werde ich mich auf jeden Fall auch weiterbilden. Und ja, damit da halt auch mal ein bisschen Abwechslung in das Ganze reinkommt. Hab bitte ein bisschen Verständnis dafür, dass dann eventuell mal ein Tag nichts kommt. Also das Videos machen, das macht mir auf jeden Fall riesengroßen Spaß. Das ist echt cool, eine coole Sache. Und ja, das möchte ich noch so lange wie möglich machen. Kann man das hier reinstellen? Das ist sehr cool. Vielleicht, oh Mensch. Ich würde ja auch so gerne solche CC-Objekte reinstellen, aber die könnt ihr ja nicht mit runterladen. Also von daher lasse ich das. So. Ah, weiter hinter geht das leider nicht. Ah, das ist schade. Das ist schade, ja. Also muss das wohl so bleiben. Wir können allerdings eine Blume davor stellen, aber hier steht ja schon eine und kommt, glaube ich, nicht so gut. Aber auf den Tisch werden wir noch was stellen. Was stellen wir denn da? Stellen wir da eine Kerze hin oder eine Blume oder vielleicht passt ja auch beides. Wir schauen mal. Ich hätte da gerne diese kleine Kugelkerze. Die Laterne, die können wir ja vielleicht noch. Ja, die Laterne können wir ja entweder hier in die Ecke stellen oder da in die Ecke. Das ist auch eine gute Idee. Wir haben hier Orange. Hier könnte man allerdings auch diese Lampe hinstellen. Also ich stelle mal die Lampe hin. Und dann noch. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Kleine Scheißlampe, zeig dich. Ach ja, hier haben wir sie. Jawohl, die hier. Ich glaube, die kommt besser. Die passt hier nicht so ganz rein in das Konzept, wie ich es haben möchte. Und daneben vielleicht doch noch ein Blümchen. Die, nee, die ist nicht so. Das passt nicht so. Die hier. Das ist ganz gut. Das passt auch von der Farbe. So. Nee. Also mit der Taste M könnt ihr die verschiedenen Positionen auch durchschauen. Das ist immer noch nicht so irgendwie. So passt das ganz gut. Ja, so lassen wir das. Und wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal Beleuchtung reinnehmen. In diese kleine Ecke, weil. Ja, vielleicht hier. Hier oder hier? Ich glaube mal hier. Hier kommt, glaube ich, besser. So. Weil sonst ist die Ecke doch schon. Ups. Upsi, upsi. Ganz schön dunkel. Wenn man die Shift-Taste gedrückt hält und dann rauszoomt, dann zoomt das immer gleich so extrem dolle. Das ist ein bisschen blöd. So, wir haben Musik. Wir haben Wohnzimmer. Hier stellen wir jetzt also noch Laternen hin. Ich mag das ja immer. Wo sind sie? Wo sind sie? Jetzt sind die Laternen weg. Ich gehe mal direkt auf. Ach nee, haben wir ja schon. So, hier haben wir sie. Ich mag das ja immer, wenn wir die in der Größe ein bisschen variieren. Die hier. Ich mache immer eine ganz groß. Eine daneben so mittelgroß. Und eine kleine. Die stelle ich dann so ein bisschen versetzt hin. Das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das meine. Alt-Taste. So hier in etwa. Ich nehme mal die Wände hoch. Es sieht, also in der Ecke sieht das ganz schön eingepfercht aus. Wir probieren es mal in der Ecke. Ich glaube, hier wird das ein bisschen besser kommen.
mache ich jetzt so gerne so. Ich mag diese Laternen total gern. So, jetzt noch ein bisschen. Ich würde sagen, das kommt ganz gut. Aber ich würde da eventuell noch einen Teppich drunter packen. So einen kleinen runden. Ja, das würde mir gefallen. Der hier nicht. Der hier eventuell nur eine andere Farbe. Was haben wir hier noch? Die hier. Ja, so lassen wir das. Noch ein bisschen grün daneben. Den Topf. Und den haben wir den noch. Ja, der. Und auf der anderen Seite stellen wir den auch nochmal hin. Noch ein bisschen ran hier. Nee, das wird zu viel. Wir machen mal einen anderen. Wir probieren es mal mit dem. Oh nee, der ist ja noch größer. Huch. Der kann hier in die Ecke. Ja, der kann hier in die Ecke. Da haben wir hier in der Ecke auch was stehen. Die Farbe passt. So. Und dann fehlt hier immer noch was. Die hier. Ja, das ist schon was anderes, wenn zwei verschiedene Blumen stehen. Aber ich würde die vielleicht noch austauschen. So. Ja, genau. Also das gefällt mir besser so. Jawohl, das hätten wir. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Vielleicht können wir ja hier dahinter noch so einen schmalen Tisch stellen. Moment, wir sind hier dabei. So einen schmalen Tisch. Und da. Ups, verkehrt. Und darauf noch ein bisschen Deko oder so. So. Das ist doch schon mal gar nicht so eine schlechte Idee hier. Mal schauen, was wir noch für Farben haben. Das Braun. Ja, das ist ein bisschen. Also das gefällt mir schon nicht so. Ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal hier so einen zweiten. Genau, ich denke mal, das passt besser. Wir nehmen einfach nochmal so einen zweiten Würfel hier. In der Farbe. Das passt noch nicht ganz. So, jetzt. Und das sieht ja fast aus, als würde das so sein müssen. Halt so lang. Jetzt passt das. So, das sieht wirklich aus, als würde das so sein müssen. Wir schauen auf jeden Fall mal noch nach einem Bücherregal. Genau, das fehlt noch. Das kann ja hier hin. Ein Bücherregal. Das? Das ist cool, das ist cool. Nur eine andere Farbe brauchen wir. Ich hoffe, wir haben da jetzt eine passende dabei. Die würde gehen. Und der Rest ist Balken. Die würde auch gehen. Okay, wir nehmen die. Ja, wir nehmen die. Noch ein bisschen so. Das dann noch ein bisschen hier hinschieben. So, und ich würde sagen, das sieht doch jetzt schon ganz gemütlich aus. Also es ist wirklich wahr. Die Deko macht das Ganze. Das gibt dem Ganzen das gewisse Etwas. Und wir brauchen hier noch Vorhänge, sehe ich gerade. Die fehlten noch. Welche haben wir hier gehabt? Nehmen wir hier wieder die? Wir nehmen hier wieder die. Los, wir nehmen die. Ein bisschen höher wäre allerdings nicht schlecht. Die lassen sich auch leider in der Höhe nicht verschieben. Ist ein bisschen doof. Nee. Nee, nee.
Müssen wir jetzt hier etwa andere nehmen? Das wäre ein bisschen blöd. Die sind gleich wieder zu hoch oder zu niedrig. Das ist ein bisschen blöd, das ist echt. Das würde gehen. Das ist, glaube ich. Ja, die sind mir auch zu groß. Okay. Die sind mir auch sehr unmodern. Also auf jeden Fall nehmen wir die hier wieder. Für das kleine Fenster. Und für das hier im Bad. Und jetzt müssen wir halt nur mal schauen, welche wir dafür nehmen. Die sind von mir hinzugefügt. Die kann ich euch nicht reinbasteln. Müssen wir echt das hier nehmen? Naja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. So schlecht ist es gar nicht. Damit wir die Kante hier oben vom Fenster verstecken, machen wir wieder noch hier. Wo ist es? Man kann ja auch mal das hier nehmen. Man kann ja auch mal dieses hier nehmen. Aber das ist mir bald ein bisschen klein. Genau. Diese Kanten verstecke ich halt echt gerne mit Blumen. So hier. Jawohl. Ach, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So. Hier fehlt noch ein Bild. Was hängt man da noch hin? Was hängen wir da noch hin? Es soll modern sein, aber auch nicht zu modern. Das hier? Nee, das ist ein bisschen anders. Das hier. Was haben wir da noch so? Das ist schade, aber da haben wir jetzt nicht das Passende. Das haben wir schon hängen. Das hier, das könnte man auch hinhängen. Warte. Das ist ja hier, glaube ich, das Passende zu dem. Na, das würde. Das hier. Das passt mit dem hier drüben echt gut zusammen. Also ich hänge das mal hin. Das werden wir auf jeden Fall noch nehmen. Aber das können wir hier hinhängen. Über diese Tür. So. Wir können ja, was machen wir? Hier sowas noch. Oder, was haben wir noch? Ja, so viel Auswahl, da ist da ja gar nicht mehr. Also ich finde, es ist echt ein bisschen wenig Auswahl bei den ganzen Bildern. Man kann alles nicht so richtig gestalten, wie man es möchte. Weil es ist ein, ja, es ist halt ein bisschen wenig. Oder wir nehmen einfach das nochmal. In einer anderen Farbe vielleicht. Nee, das ist nicht so das. Nicht das Richtige. Ich denke mal, wir hängen hier einfach noch eine Lampe hin. So. So. Hab sie. So. Und ach, ich würde sagen, wir lassen das so. So schlimm sieht das gar nicht aus. Auf zur Küche. Hier ist auch ein bisschen wenig Licht, würde ich meinen. Hier würde ich wieder noch die Blümchen nehmen. Die nehmen wir mal mit rüber. Und hier den, das verhängen. So. Da haben wir hier gleich so einen Übergang. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier das Waschbecken haben wir auch schon. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Licht in der Küche. Und da nehmen wir solche Röhren. Die hier zum Beispiel in Schwarz. Ich muss mal fix die Wände ein Stück runternehmen.
Ah, nee, das geht nicht. Dann peilen wir nämlich das Bad an, wenn wir die aufhängen wollen. Ja, es ist ein bisschen eng hier in der Küche, ne? So, jetzt sehen wir mal was. Die verstecke ich immer hier drunter. Die bringen noch mal so ein bisschen Licht in die ganze Sache. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein. So. Wir können ja auch einfach noch mehr Lampen. Das sieht man ja eh nicht, wenn wir die hier reinhängen in das Ganze. Welche ist denn hell? Genau, das fällt ja eigentlich gar nicht auf, wenn wir die Lampen. Wir machen die mal schwarz, da fällt es nicht ganz auf. Wenn wir die einfach hier in den Schränken verstecken. Genau, so machen wir das auch noch. Das eine Paar Lampen, die wir unter den Schränken hingehangen haben, die könnten ruhig sichtbar sein. Das macht nichts, aber die verstecken wir. So, wir gehen mal auf die Küchenobjekte, Küchen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch eine Abzugshaube. Wir nehmen mal die hier, weil die kann man auch mal schön verstecken hier in den Schränken, so. Und ich wäre ja fast dafür, hier für die Küche nochmal eine extra Wandfarbe zu nehmen. Ich weiß da auch schon welche. Und zwar ist die hier bei den Paneelen dabei und das ist die hier. Ich finde die ja mal mega cool. Oder die? Die ist auch nicht schlecht. Wir probieren das einfach mal. Wir probieren es einfach mal. So. Allerdings, nee, das gefällt mir nicht so. Die mal probieren. Das wird, glaube ich, wieder ein bisschen dunkel. Wobei, es geht eigentlich. Es geht, es geht. Die gibt es ja auch noch ein bisschen heller, oder? In Weiß. Nee, weiß passt wieder nicht so. Nee, was anderes passendes haben wir nicht. Oder vielleicht die hier. Also ich glaube, die ist es, die jetzt hier passt. Das passt. Also das lassen wir. Das lassen wir auf jeden Fall. Das passt. Hier werden wir mal noch so eine Säule hinmachen. Einfach nur als Abgrenzung. Die Farbe oder dunkler, die passt. Jawohl, hier auch auf die Ecke. Das ist so ein bisschen so eine Abgrenzung dafür von der Küche. So, jetzt fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Deko. Küche, Deko. Was stellt man hier noch rein? Das passt. Das kommt neben den Herd. Die Obstschale, die können wir. Die würde hier rein ganz gut passen. Oh, ist das ärgerlich. Es ist halt ein bisschen ein. Ja, es ist halt ein Tiny House. Hier eine Obstschale hin auf dem Kühlschrank? Nee, ist auch nicht das Richtige. Was haben wir noch für Küchenobjekte? Die könnte man auch irgendwie mit einbringen. Die passen hier auch ganz gut hin. Die Weinflaschen. Und das. Oh Gott. Okay, das sah jetzt auf den ersten Blick aus wie so ein Gewürzregal. Nein. Das stellen wir definitiv nicht rein. Ja. Ach, wir stellen noch ein Blümchen hin und dann.
Wow. Genau, das stellen wir noch hin. Und dann noch ein Blümchen und dann ist es auch gut für die Küche. Welches nehmen wir da? Das hier. In der Farbe. Nee, weiß, das setzt sich so ein bisschen ab. So, ihr Lieben. Da sieht die Küche doch gleich schon ganz schön anders aus, oder? Was meint ihr? Auf ins Bad. Wir brauchen einen Fußboden. Lassen wir den oder lassen wir den nicht? Wir schauen mal, ob wir vielleicht direkt eine passende Fliese für die Wand dazu finden. Was haben wir hier für Farben? Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Okay. Das ist mir gar nicht so schlecht, aber das ist mir zu unruhig. Jedenfalls für das Thema hier. Das würde eigentlich passen. Das ist ja auch mal mega cool hier. Oh mein Gott, das muss ich mir mal merken. Nehmen wir die? Oder wir machen mal nur die Wand hier so. Ja. So machen wir das. Und dann, wie macht man das? Wie macht man das? Ja, wir schauen mal noch nach einer anderen Fliese. Was ist denn das hier? Das wäre auch cool, wenn wir den Rest so hier machen. Richtig Fliesen. Nur halt noch einen anderen Ton. Das passt nicht. Das ist bald ein bisschen dunkel. Vielleicht ein wenig heller. Nee, das ist auch noch nicht das Richtige. Wir schauen mal das hier. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ja, das passt ganz gut zusammen. Das hier ist fast dieselbe Farbe in der Mitte. Wir nehmen das. So, also damit bin ich jetzt ganz zufrieden. So können wir das Ganze lassen. Wir brauchen eine Theke. Ich mache das immer total gerne mit den Theken hier. Die sieht ganz gut aus. Die könnte auch passen. Die stelle ich mir aber auch ganz gut vor hier. Vielleicht heller. Oder die hier. Die passt farblich total. Aber da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir die Wand noch absetzen. Farblich oder mit Licht oder. Wir schauen einfach mal, was wir so finden. So, das. Nee, das nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das hier. Genau, das passt ganz gut dazu. Wir brauchen einen Spiegel. Nee, da ist oben drüber so viel Platz, so viel Luft. Nehmen wir den? Nee, da ist auch so schmal nach oben. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der ein Stück weiter hoch geht. Der auch nicht. Der auch nicht. Ich würde sagen. Nee, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Den kann man wenigstens noch so ein bisschen schön umkleiden. Da nehmen wir mal dieses hier. Genau. So machen wir das. Wie weit geht denn das? Oh, nee, das ist das. Das war die zu große. Wir brauchen die. So, mal gucken, wie weit hoch wir die nehmen. So. Und dann
Nehmen wir hier oben noch, welche war denn das? Welche war denn das? Entweder die hier. Was haben wir noch für Farben? Das wäre es doch, wenn wir hier rote Elemente reinbringen in das Bad. Dann haben wir wieder so einen Tick modern dabei. Rot oder grün? Ich würde sagen grün. Ja. Wir probieren es einfach mal. Die Farbe, die kann man ja jetzt immer noch ändern, wenn das nicht passen sollte. Was haben wir hier für Farben? Oder wir machen hier Regale rein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oberflächen, Regale. Welches nehmen wir da? Nee. Wir nehmen hier mal das ganz Einfache. Das hier. In Weiß. So ein Naturton, der passt ganz gut. Genau, wir machen hier Regale rein. Drei Stück. So. Und jetzt können wir hier zum Beispiel Handtücher drauf machen. In einem Grünton. Oder so. Wir schauen einfach mal, was uns da so einfällt. So, ich werde erstmal die Ecke hier einräumen. Die Toilette würde ich ja fast hierhin machen, an die Schräge. Das wäre dann cool, wieder so eine grüne zu haben. Ja, genau. Vielleicht können wir das ja auch so machen, dass wir hier nochmal in den Wandfliesenmodus gehen. Und hier nochmal was Dunkleres machen, so wie das hier. Mal schauen, ob das dann noch alles zusammenpasst. Jawohl. Hier nehmen wir wieder nochmal solche Säulen. Welche nehmen wir da? Nee, die nicht. Die sind alle sehr stark, sehr groß. Die gefallen mir nicht. So in etwa. In dunkel oder gibt es die auch in grün? Ja. So. Wir versuchen die nochmal gerade zu drehen. Geht nicht. Okay. Ärgerlich. Also wir können die nicht drehen. Das geht nicht. Wir müssen die so lassen. Aber so schlimm finde ich das gar nicht. Dann schauen wir mal, wie das hier da wieder aussieht. Ich liebe das. Ich liebe diese Kombination. Ich kann es nicht sagen, warum. Aber die Blumen oben, die verdecken so viel. Und deswegen finde ich das ganz gut. Und dann würde hier noch so eine Dusche reinpassen. Hier würde eigentlich noch eine Dusche und eine Wanne reinpassen, oder? Nee, nee, das wird zu viel. Wir stellen einfach noch eine Dusche rein. Dann nehmen wir natürlich die moderne in grün. Hallo? Aha, die Wand ist nur grün, alles klar. So, oder was haben wir noch so für Duschen? Also hier, die haben wir in komplett grün. Oder wir nehmen wirklich die hier. Es ist. Ja, puh. Nee, ich denke mal, es wird besser kommen, wenn wir eine einzelne nehmen. Welche Farben haben wir hier noch? Die können wir ja nehmen. Aber da machen wir definitiv auch wieder hier so eine Wand mit Trennwand. Und dann brauchen wir noch Farbe. Die Lampe, die machen wir mal hier hin. So, und dann können wir hier jetzt meinetwegen noch ein Abstelltischchen oder sowas machen. Nee, Theke machen wir mal nicht nochmal. Oder? Ach, wisst doch, wir machen hier noch eine Theke.
So. Deko, wir brauchen Deko. Also das Badezimmer machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Und dann ist heute erstmal Katsch und morgen gibt es dann die oberste Etage, das Schlafzimmer. Mit natürlich mit Ton. Das würde ganz gut passen. Ah, das hatten wir doch auch in grün. Ja, das ist cool. Das ist cool. Haben wir noch was in grün? Das hier. Wo hängt man das hin? Hier. Oder über die Tür. Ach, das hängt mal über die Tür. Oder? Hier passt es auch ganz gut hin. Es ist immer schwierig, was zu finden, was passt. Hier haben wir noch so ein Landschaftsgemälde. Da ist auch viel Grün dabei. Aber hier würde ich eher so einen weißen Rahmen haben wollen. Oder einen helleren, der hier. Also das hängen wir auch erstmal hin. Oder was haben wir hier noch? Nee, hier hat man nicht das Passende. Oder? Wo waren jetzt die Palmen? Nee, das passt besser. Das ist modern, das passt besser. Gut. So, jetzt stellen wir hier noch was hin. Ah, wo war es? Hier, genau, bei Verschiedenes. Das passt am besten. Dann brauchen wir noch Handtücher. Das natürlich auch in grün. In etwa so. Und das Bild, das rücken wir noch ein Stück. Mir fällt gerade ein, vielleicht gibt es die Theke ja auch anders. Nee. Schade, das wäre auch cool gewesen, wenn die vielleicht grün abgesetzt wäre, aber nein, leider nicht. So, hier noch ein Teppich drunter. Kein Grün. Aber hier haben wir Grün. Das ist mir zu krass. Das würde gehen. Was haben wir noch so? Der ist zu groß, oder? Es geht eigentlich. Grün? Grün. Ich würde sagen, den lassen wir direkt. Wir schieben den nur ein bisschen. Oder wir machen den hier hin. So. Genau. Und den würde ich dann trotzdem noch mal ein bisschen dunkler machen. In der Farbe. Ja, das ist besser. Und hier machen wir noch mal ein bisschen. Was macht man dahin? Die hier? Ja, passt ganz gut. Und die Ecke ist mir auch immer noch ein bisschen leer. Stellen wir das hin oder nicht? Das verdeckt das Fenster so blöd. Wie sieht es denn hier aus? Das könnte funktionieren. Ich glaube, das ist mir hier ein bisschen eng. Wir lassen das einfach weg. So, ihr Lieben, das war's für heute. Das ist noch nicht fertig. Da fehlt mir noch irgendwas hier bei dem, ja, Bad. Okay, aber für heute machen wir erstmal Cut. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Natürlich wieder mit Ton. Oh Gott, das ärgert mich so sehr. Na dann, auf jeden Fall. Bis demnächst.
Tschüss.